Ja, Mensch, herzlich willkommen auf der Baustelle abends jetzt. Ich zeige mal ganz kurz nur den Stand. Das ist Wand 1. Alles vorgeschmissen, das ist Wand 2. Hier haben wir hier unten das Loch zugemacht. Jetzt habe ich einen Sinn, da unten war ja alles offen. Da konnte man von hinten an die Vertäfelung ran. Das war schon lustig. Die Kabel und das Rohr hier kommen auch noch raus. Dann haben wir hier den Balken. Den Balken neu gesetzt. Wieder auf höher gebracht. Hier eingegossen mit Zement. Ja, die Wand ist gut getrocknet, hat allerdings einen Defekt auf der anderen Seite verursacht. Das ist das, was mich am meisten ankotzt. Ganz ehrlich, Leute. Ist, dass dieses Zimmer hier nicht unbeschadet davon kommt. Erstens ist es total eingestaubt. Ja, also, das ist natürlich schlimm, man muss mal alles putzen. Und zweitens hier Katastrophe. Absolute Katastrophe für mich. Ist das? Das hat ausgebrochen. Das finde ich wirklich schlimm. Richtig schlimm. Hier den Staub, den kann man weg, das kann man halt wegpusten hier und weg. Na, sag schon. Ja, das ist natürlich Wahnsinn, ne? Das hier drauf ist jetzt. Da muss man wirklich mal mit einem feinen Pinselchen hier ran und alles nochmal entstauben. Katastrophe. Aber das war ja klar, dass das passiert. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Schlimm sieht es hier drin trotzdem aus, allein schon wegen der ganzen Kisten und dem ganzen Kram. Das kommt denn, wenn endlich die Kisten raus sind unten, dann kommen die Sachen hier runter. Und da wird alles sauber gemacht, Teil für Teil. Und dann kommt alles hier wieder rein. So sieht es aus. Das ist der Plan. So, das ist das. Leider das schlechte Ergebnis für heute. Ich mach mal aus. Ja, den Schnitt habe ich schon fertig für heute. Ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen wieder. Also, was heißt, wir sehen uns morgen wieder? Stimmt ja nicht. Wir sehen uns gleich wieder natürlich mit dem Vlog von morgen. Fantastisch. Guten Morgen, liebe Leute. Ich muss das Auto suchen. Steht weit weg. Die erste Aufgabe am heutigen Tag. Auto finden. Und dann geht's los zur Schule, wie immer. Und danach schauen wir mal weiter. Mein Hals bringt mich um heute, ey. Was macht erst um 9 Uhr auf? So, Dalle, jetzt alles. Metalflex. Das gute Metall. Und eine Steckdose. Verlängerung. Die Wände sind auch sauber. Jetzt kann ich spachteln hier. Also Wände sind entnagelt, Balken sind entnagelt. Jetzt Kupferrohr trenne ich auch noch. Das mache ich auch noch.
Fertig. Und 7 Minuten. Fantastisch. Alle zum Wegschmeißen. So, da ist er wieder. Endlich nach 3 Stunden sinnlosen Keller. Wie sagt man? Kellerblicks der Kamera. Habt ihr nämlich im Keller vergessen? Bin ich wieder da und fahre jetzt ins Bauhaus. Wie immer. Eines meiner Lieblingstätigkeiten machen: Einkaufen. Und Lieblingstätigkeiten ist natürlich nicht ernst gemeint. Jetzt haben wir Sackware im Auto hier, ein bisschen was. 1, 2, 3, 4, 5 Säcke. 70 Euro wieder weg. Nicht für den Rotband, aber der Glättspachtel, der kostet richtig Geld. Egal, kommt am Ende alles mal zusammengerechnet. Bin ich mal gespannt, wie viel dabei rauskommt. Jetzt erstmal bringe ich die Säcke rein. Viel passiert gerade nicht. Ich bin halt nur am Hin- und Herfahren wegen der Baustelle. Immer wieder einkaufen, wenn was fehlt, und dann wird es verarbeitet und ein bisschen Dreck machen und und es geht voran. Ich zeige euch gleich noch, wie das aussieht, nachdem man jetzt hier, wie gesagt, knapp 700 Kilo auf die Wand aufgebracht hat oder wieder an Material an die Wand gebracht hat. So, und dann werde ich mich ab Freitag um den Fußboden kümmern. Ja, so sieht's aus. Hier der nächste Tag. So sieht's heute aus. Die Wände sind schon gut vorgespachtelt, erstmal vorgeschmissen. Das ist immer ein Stück weiter. Stück für Stück. Das muss noch zugemacht werden hier. Also muss überall noch mal ordentlich drüber gegangen werden. Aber es sieht schon ganz anders aus als vorher. Eine schillende Katze. Katze auf der Küchenplatte. Die genießt gerade die Ruhe, die jetzt gleich nicht mehr existiert, weil meine Kinder jetzt gerade alle wiederkommen. Ich mache jetzt Feierabend, wir sehen uns morgen. Macht es gut, bis dann. Ciao, euer Tommy.